Mercedes komplettiert die E-Klasse-Familie mit einem dritten Modell. Es ist die E-Klasse All-Terrain. Die gibt es insgesamt seit 2017 im Mercedes-Portfolio. Und das T-Modell, das kam zuerst sogar damals 1978 auf den Markt. Das T-Modell liegt wie immer hier bei der E-Klasse All-Terrain zugrunde. Was zeichnet den All-Terrain aus? Es ist ein Robust-Look und noch ein bisschen was mehr. Schauen wir uns das hier vorne erstmal an. Basis, wie gesagt, das normale E-Klasse-T-Modell. Hier haben wir zwei Chromlamellen, das soll ein bisschen sportlicher, ein bisschen dynamischer und aber auch robuster wirken. Da geht es direkt nach vorne. Dann haben wir hier noch eine eigene Maske eingebaut und hier diese Chromleisten, viel Chrom angebaut. Gibt es aber auch in Schwarz, das Night-Paket, dann wandelt sich der Chrom zu dunklen Elementen, wem das lieber ist. Dem Steinchen, was wir da wegrammen, dem ist es egal, gibt den gleichen hässlichen Steinschlag. Aber wir sind bei Mercedes, da muss es auch beim Robustmodell ein bisschen schöner aussehen. So auch hier im Radkasten. Da haben wir hier eine 20 Zoll Felge, eigentlich von AMG, aber warum mal nicht ein sportliches Rad drauflegen? Das Design finde ich passend, gut, ja, etwas martialischer. Bis zu 21 Zoll geht es bei der E-Klasse an sich schon mal hoch. Hier sind es nur 20 Zoll. Warum? Naja, irgendwie soll es ja schon noch im Gelände funktionieren. Da muss man dem Ganzen mal Grenzen setzen, 20 Zoll. Passt. Ansonsten haben wir hier eine typische Kunststoff-Radlauf-Ummantelung. Ja, auch da ein bisschen mehr der Robust-Look. Und insgesamt geht es mit dem Fahrzeug 46 mm weiter nach oben als beim normalen E-Klasse-T-Modell. Warum? Wir gehen nochmal nach vorne. Was wir hier nicht sehen können, ist, es ist ein Einkammer-Luftfahrwerk verbaut. Das hat man bei der normalen E-Klasse beim T-Modell an der Hinterachse, hier vorne und hinten. Und das hat den Vorteil, dass wir eben das Auto um 46 mm stufenlos nach oben oder unten fahren können. Eben natürlich genau, besonders im Gelände, wichtig, wenn wir da über die Steinchen rüber wollen. Und was noch hinzukommt ist, es funktioniert auch als Niveauregulierung. Das heißt, wenn ich auf der Autobahn fahre, erreiche eine gewisse Geschwindigkeit, dann soll das Auto ja nicht völlig im Wind stehen. Also fährt es von selbst runter und wird windschlüpfriger. Windschlüpfriger? Ja, ist es ein wenig. Es ist 0,28 ist der CW-Wert, der Luftwiderstandsbeiwert. Und jetzt geht schon wieder runter. Hier unten geht es nämlich weiter mit heiteren Chromelementen. Auch hier sagt der Kiesel, oh, das gucke ich mir mal näher an, aber sieht schick aus. Und hier dieses Design zieht sich auch im ganzen Auto durch. Das gucken wir uns hinten am Heck mal an. Nämlich hier. Da geht es weiter, 1, 2, 3 und hier unten 1, 2, 3. Auch hier ein eigenständiges, etwas robusteres Design. Und ja, wenn ich jetzt hier so stehe, merke ich schon wirklich, ja, es ist ein bisschen höher. Beim E-Klasse-T-Modell geht es hinten ein bisschen runter. Das soll ein bisschen mehr Sportlichkeit ausdrücken, die Dachlinie, die hinten hin etwas abfällt. Und was hier hinten reingeht, das gucken wir uns jetzt mal an. Praktisch soll er sein, der All-Terrain. Und was ich erstmal sehr praktisch finde mit meinen knapp unter 1,80 ist, dass ich bei Regen sogar hier unter der Klappe Platz finde. Wie viel Platz gibt es denn hier hinter der großen Klappe im wichtigeren Kofferraum? Da sind es bei den Verbrennermodellen 615 Liter erweiterbar, wenn wir die Rücksitzlehne umlegen, auf 1830 Liter. Und wir haben hier, da sieht man, hier kann man nichts hochheben, kein doppelter Boden, den Diesel-Plug-in-Hybrid. Und hier verbleiben 460 Liter Kofferraum. Hört sich für so eine E-Klasse erstmal relativ wenig an. Wenn ich das jetzt hier aber mal so überblicke, ist es immer noch ein großer Kombi-Kofferraum. Ich habe hier mal so einen Rucksack im Boardcase-Format reingelegt als Maßstab für euch. Also da geht schon noch was, will jetzt hier nichts beschönigen, aber ist okay. Was allerdings gewachsen ist, ist jetzt hier diese Ladekante. Das heißt, ich kann nicht mehr eben hier so reinladen, sondern es gibt eine kleinere Stufe. Aber Trick 17, das Auto hat ja eine Luftfederung, kann ich ein bisschen ablassen, dann ist es wieder einfacher. Ja, so und jetzt gehen wir mal nach vorne. Was gibt's denn da noch? Wer sich einen All-Terrain kauft, will auch ein bisschen Zug an der Kette haben. Dann geht es ein bisschen geschwinder durchs Gelände. Und was bietet das Mercedes-Portfolio hier bei den Antrieben? Los geht's mit einem 197 PS Vierzylinder Diesel. Und darüber rangiert ein Sechszylinder-Benziner. 381 PS, volles Pfund an alle vier Räder. Allrad haben sie ja alle. Und separat zu betrachten ist dieses Aggregat. Hier sehen wir zumindest einen Teil davon. Das ist der Diesel-Plug-in-Hybrid. Hat auch 197 Diesel PS. Hinzu kommt noch ordentlich Strom. Und die Systemleistung, die beträgt 230 Pferdestärken.
Platz genommen in der E-Klasse Allterrain. Und das ist erstmal eine normale E-Klasse hauptsächlich. Ist das gut, ist das schlecht? Das ist gut, das ist wirklich sehr wertig. Es gibt viel Platz, eine gute Übersicht, eine Top-Ergonomie. Das MBUX ist erprobt und noch weiterentwickelt, schaltet noch ein bisschen schneller. Und was wir jetzt hier haben zum Beispiel sind, auch wenn ich mal auf den Home-Button gehe, jetzt neue Kacheln, die auch so ein bisschen mehr den gängigen Smartphone-Grafiken auf dem Handy, den Kacheln angepasst wurde. Aber was unterscheidet jetzt die E-Klasse von dem Allterrain? Da gehe ich hier nochmal drauf. So, und gehe auf Offroad. Da gibt es noch eine extra Taste für. Kommt sehr schnell das Menü, sieht echt gut aus. Und dann haben wir hier verschiedene Offroad-Anzeigen. Fahrwerk, Reifendruck, ja, in welchem Winkel fahre ich gerade, wie verschränkt. Gucken, fahre ich nach Süden, Westen, Osten, Norden, alles gleichzeitig. Das wäre komisch. Ja, das kann man sich ja alles anschauen. Wenn ich jetzt hier auf die Kamera gehe, dann sehe ich, dass ich im Moment nichts sehe, aber theoretisch was sehen könnte. Denn hier sind so Kameras verbaut im Unterboden und überall, dass ich quasi, wenn ich hier drauf schauen würde und im Gelände fahren würde, eine transparente Motorhaube hätte. Das heißt, ich fahre über eine Kuppe, kann es über die lange Motorhaube nicht genau einsehen, wo geht es jetzt runter oder ist es schon bald zu spät. Die transparente Motorhaube, das kennen wir zum Beispiel vom GLC, aber auch von vielen anderen Herstellern, vor allem Geländewagen. Ich fahre halt Richtung Kuppe, gucke hier rüber über das System den Hang runter und kann genau einschätzen, wann kommt der Winkel. Das ist ein gutes System, nicht neu, aber immer sehr, sehr hilfreich. Hilfreich für den Spaß des Beifahrers ist ebenso theoretisch, hat der Aussteller jetzt hier nicht auf der IAA, hier auch noch einen eigenen Bildschirm, auf dem er rumspielen kann. Auch das Menü, das komplette MBUX, da nochmal drauf gespielt. Und wenn ich während der Fahrt rüberlinse, dann schaltet der Bildschirm so um, dass ich da gar nicht hingucken kann und abgelenkt werde. Der Beifahrer kann da aber rumspielen. Und ist dieser Screen hier verbaut, dann gibt es hier oben sogar noch was? Eine Selfie-Cam. Ja, Premium-Hersteller sind ja immer unter dem Druck, noch mal ein bisschen was mehr zu bieten als alle anderen. Es gibt da eine Selfie-Cam, die kann ich nutzen, klar, für Selfies. Ist aber nicht nur zum Spielen da, denn wer seinen Mercedes hier als fahrendes Büro betrachtet und auch nutzt, hat dann da die Möglichkeit, zum Beispiel eine Zoom-Konferenz durchzuführen. Und das finde ich dann wieder sehr praktisch und ganz schön. Man muss ja nicht permanent da reingucken, wäre nicht so gesund. Aber theoretisch kann man das machen. Die Spielmöglichkeit finde ich gut. Wenn ich hier hinten starte, habe ich sozusagen 4,95 Meter lange Zeit, ein kleines Fazit zu finden. Ich kann nur sagen, das Auto sieht gut aus. So stelle ich mir ein Allterrain vor. Ein bisschen martialisch, ein ganz schöner Brocken, trotzdem aber auch elegant. Hat die richtigen Antriebe an Bord, ist schlau, ist ein fahrendes Büro, bietet viel Platz, als PEV ein bisschen weniger. Das muss dann für einen passen. Und tja, kommt ab Anfang 2024 und die Preise, die werden natürlich nicht die günstigsten sein, aber ich glaube, man bekommt verdammt viel Auto dafür.